Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Und zwar geht es heute um Clash of Clans. Ich werde euch heute zeigen, wie man den Server in Clash of Clans ändern kann und somit auf gemoddeten Servern zocken kann. Oder wie man gerade lustig ist. Ich werde euch die Links für die Apps in die Beschreibung stellen, die ihr dann einfach runterladen könnt und damit machen könnt, was ihr wollt. Also, ihr benötigt Superuser-Rechte, also ein geroutetes Smartphone, und dann kann auch schon losgehen. Wir drücken auf die App Private Server Switcher in Clash of Clans und dann können wir erkennen, dass es einige Server gibt, jedoch die meisten sind alle, also die meisten Server hier sind offline, außer der deutsche Server hier. Der dürfte noch online sein. Danach drücken wir einfach drauf auf den Server, bestätigen mit OK, drücken nochmals auf Ja und dann können wir das Spiel auch schon starten. So, jetzt dürfte uns gleich der normale Ladebildschirm auftauchen, keine Ahnung. Ja, und nun können wir den Ladebildschirm des gemoddeten Servers sehen, also den Startbildschirm. Oh, ich rede zu viel Blödsinn daher. Es ist schon, das ist so schlimm. Naja. So, nachdem das dann fertig geladen hat, können wir ein, glaube ich, drittes Mal auf OK drücken oder auch ein viertes Mal. Und nun erkennen wir rechts oben in der Ecke, dass wir genügend Ressourcen haben, mit denen wir unsere Basis ausbauen können. Die Diamanten dürften, glaube ich, unendlich viele sein. Und die Ressourcen, was wir halt haben, Geld und Elixier, kann man ja mit Ressourcen kaufen oder eben auch nicht. So. Jetzt demonstriere ich das euch hier kurz mal an dem Rathaus. Ihr seht, es geht wunderbar. Und aber kein Problem mit irgendwelchen Server-Kacke, Dingsbombs. Ja, das war's eigentlich auch schon mit meinem ersten Tutorial. Bei Fragen, Beschwerden oder sonstiges einfach. Also schreibt mich einfach an und ich werde euch dann auch bald darauf antworten. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch und vielleicht könnt ihr mit eurem Fingerle oder mit eurem Mauspad den Knopf abonnieren drücken. Denn jedes Abo mehr, da freue ich mich einfach drüber. Das war schon wieder scheiße, was ich geredet habe. Egal. Ja, also. Ciao!